Erfolgsmeldung aus Leoben. Das Gewerbezentrum an der Brettachstraße besteht seit 2006 und ist heuer erstmals komplett ausgebucht. 21 Unternehmern teilen sich die 2400 Quadratmeter Nutzfläche. Der Branchenmix ist bunt und vielfältig, wenngleich das Startkonzept etwas anders war. Ursprünglich gedacht war, das Baunebengewerbe unterzubringen. Das hat sich relativ bald, als ich kam, herausgestellt, so ist das schwierig. Wir brauchen Vielfalt, wir brauchen das bunt, wir brauchen eine Anlandemöglichkeit für Unternehmen, die noch hier oben kommen. Und so haben wir den Plan völlig umgeschubt, neu aufgesetzt und seither Schritt für Schritt das auch umgesetzt. Und heute haben wir eine derartig bunte Zusammensetzung unserer Mieter. Man findet vom Planungsbüro über Landesverwaltungseinheiten, über EPUs, über Produktionsunternehmen, also wirklich ein buntes Völkchen an sehr, sehr guten Unternehmerinnen und Unternehmern. Eines dieser Unternehmen ist die Metallbaufirma Wilhelmer. Die Spezialisten für Glas- und Metallfassaden schätzen unter anderem die gute Infrastruktur. Uns geht es eigentlich sehr gut hier. Wir schätzen das Klima untereinander zwischen den einzelnen Büros. Und wir haben uns für den Gewerbepark eben entschieden, weil er für uns einfach verkehrstechnisch gut angebunden ist und auch hier von der Infrastruktur, von Küche über WCs gut ausgestattet ist. Die gute Internetverbindungen gibt es und das war ausschlaggebend. Und Parkplätze. Herbert Schöpf ist seit 2 Jahren hier am Breitachfeld und sehr zufrieden. Er schätzt die gute Verkehrsanbindung. Das Geschäft boomt. Der Kunden- und Personalberater der Firma DHG sucht intensiv nach Mitarbeitern. Wir haben Anfragen genug von Kunden von Leoben, Bruck, Kapfenberg bis ins Mürztal, von der Föst angefangen und Aerospace, Böllerit, Bankel, wie auch immer. Wir suchen ganz, ganz dringend Mitarbeiter aus dem Metallbereich, sowohl als Facharbeiter als aber auch als Fachhelfer mit Kran-Staplerschein. Wir haben jede Menge Jobs zum Anbieten. Das sind alles Dauerstellen und Top-Kunden. Also jeder Bewerber ist herzlich willkommen, mit uns Kontakt aufzunehmen für ein Vorstellungsgespräch.